Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Hoshi. Nicht verwundern. Wir sind heute im Side by Side unterwegs. Ja! Und da ist sie, die Katja. Hallo! Moin! Wir sind wie angekündigt unterwegs nach Rendsburg zum Tuning-Treffen, wo wir eingeladen wurden. Von daher, das werden jetzt ein paar längere Videos. Ich weiß noch nicht, wie viele das werden. Zwei auf jeden Fall. Also von daher, lehnt euch zurück, genießt das Ganze. Falls es euch gefällt, Däumchen da lassen, abonniert den Kanal und schreibt was in die Kommentare. So, ich drehe mich mal nach hinten so ein bisschen. Da hinten sind die ganzen anderen Hampels. Unser schöner Quadverein. Immer schön winken. Ja, klappt doch. Jawohl. So. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Tuning-Treffen. Wollen natürlich da auch ein bisschen angeben. Mit unserer kleinen verrückten Kolonne. Und dementsprechend nehmen wir den ganzen Spaß natürlich auf den Weg dahin und. Es ist irgendwie befremdlich, wenn man so nach hinten guckt und nach vorne fährt, das geht gar nicht. Ich drehe mich wieder um. Karussell. Ah. Bon. So. Ja, wie ihr schon mitgekriegt habt, wahrscheinlich im letzten Video, meine kleine Dicke, die ist leider momentan kaputt. Da wissen wir jetzt auch mittlerweile den Schaden. Das Pleuel vom hinteren Zylinder hat ein bisschen viel Spiel. Das heißt, es wird erneuert werden müssen. Kurbelwelle, Pleuelstange, Kolben, wahrscheinlich auch den Zylinder dazu. Ich freue mich. Ist das nicht schön? Könnten Sie sich nicht erklären, wo der Schaden herkommt oder so, aber ja, gut. Wird eine teure Tasse Tee, muss man leider so sagen. Ja, sonst ist heute eine Menge so am Start, ne, was wir vorhaben. Also, was ihr jetzt ja nicht mitkriegen werdet, dadurch, dass das Ganze nicht live läuft. Wir werden teilweise das Ganze noch bei Twitch nachher so Stück für Stück mal ein bisschen mit reinschieben, was. Also, eventuell haben es dann einige von euch gesehen, beziehungsweise geht das sonst auf den zweiten Kanal von YouTube her bei mir, den ich dann auch noch mal verlinken werde in der Beschreibung unten. Und ja, sonst natürlich auch auf Twitch mal, falls ihr da noch mal mit reingucken wollt, wo wir ein bisschen Just Chatting und Spiele spielen und sowas. Von daher könnt ihr da gerne mal reinschneiden, mal Hallo sagen und ja, vielleicht gefällt euch ja der Blödsinn, den wir da auch noch anstellen. Schauen wir mal. Ja, sonst aber der ganze Kram jetzt hier geht natürlich wie immer erstmal auf YouTube. Das ist mir da wichtig. Und ja, dann sehen wir. Ich bin eigentlich echt gespannt, was da heute Sache ist, ne? Ich habe mir eigentlich die ganze Zeit schon Gedanken gemacht. Was sagst du? Aber ich freue mich nach über 2 Jahren wirklich mal wieder zu einem Tuning-Treffen. Schon 2 Jahre? Ich weiß es gar nicht. Kommt das länger vor? Also Minimum 2 Jahre. Also doch. Gute 2 Jahre ist auf jeden Fall her. Wo wir jetzt mal auf dem Tuning-Treffen waren, da waren wir natürlich selber noch mit eigenen Autos unterwegs, die wir jetzt ja so gesehen ja, abgestoßen haben. Verkauft. Gut verkauft. Und dann sind wir ja dem Offroad verfallen. Ne? Das müssen wir ja leider so zugeben. Aber wir freuen uns trotzdem, dass wir eingeladen wurden. Dann nochmal vielen, vielen Dank für Andy Fun Makers. Jo, danke. Ja, dementsprechend freue ich mich natürlich dann, nachher dort aufzutauchen und dass wir dann mit dem ein bisschen Spaß haben können. Ja, wir werden natürlich dort auch ein bisschen Videomaterial dann mitnehmen, wo es geht, das Ganze aufnehmen. Ich werde dann mit Handy und Kamera rumlaufen. Ich werde mich für bekloppt halten. Na ja, gut, aber was macht man nicht alles für so ein kleines Video, ne? Und ein bisschen Livestream. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, was so los ist. Früher war in Rendsburg die Hölle los. In puncto Tuning-Szene, Auftakt.
Saisonbeginn war der Wahnsinn. Und eigentlich war da auch der ganze Parkplatz voll von dem Eiderpark. Riesenpolizeiaufgebot und. Also das war die wahre Wonne. Aber es war ein absolutes Muss, auch wenn es ein reines Parkplatztreffen war. War einfach ein Muss für jeden aus der Umgebung, dorthin zu kommen. Ich hoffe, dass es im Ansatz wieder in die Richtung geht. Vielleicht nicht ganz so viel los, aber es werden sich wohl einige nicht nehmen lassen, da aufzutauchen. Dementsprechend sind wir gespannt. So, ich werde jetzt aber so einen kleinen Cut machen, wahrscheinlich so zwischendurch, und dann sehen wir uns nachher wieder. Ne? Ja. Hat meine Katja noch was zu sagen? Nö. Nö. Die ist heute ein bisschen wortkarg. Das kommt nachher. Nicht wahr. Das kommt nachher noch. So, ich mach mal einen Spaziergang. Ja, wir wollen sie alle sehen. Ja. So, da sind wir wieder. Ne? Der Chaoshaufen hier. Guckt's euch an. Holly ist auch wieder dabei. Jawohl, und fällt gleich wieder auf. Schön ist das. So, also wir haben heute mit dabei Holly, Lars, Katja natürlich, Patrick. Hä? Nö. Ja, wenn sie haben, ja. So, wo waren wir? Bei Patrick, bei Björn. Dann ist Mike dabei, der ist aber gerade an der Tankstelle, beziehungsweise noch ein paar andere. Ja, also wir haben ja auch ein paar schöne Quads. Von Patrick, die 450er Seaforce. Das, was hier am meisten vertreten ist, ist natürlich auch die 1000er Seaforce, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Da haben wir meine noch im Originalzustand im Grunde. Sogar noch heile, das ist doch mal was. Ne? Also so sah sie mal harmlos aus. Ist aber noch schick. So, dann watschen wir mal weiter. Hallo Katja. So, dann haben wir als erstes gerade da vorne stehen, das ist eine 850er, das ist mal wirklich ein bisschen kleiner wieder. Unser guten Mike damit. Und ich habe jetzt keine Lust weiter zu laufen. Die graue, die hier vorne steht, ist von Chuck, unserem ersten Vorsitzenden vom Verein her. Und da hinten ist Olaf heißt er, glaube ich. Ich habe es leider nicht ganz über den Namen. Wenn nicht, dann hoffentlich verzeiht das mir. Ich komme auf den Quad-Namen nicht. Ist aber, glaube ich, auch eine 1058, irgendwie so um den Dreh. Gucken wir uns nachher noch ein bisschen genauer an. Also das ist so der verrückte Haufen, mit dem wir unterwegs sind. 2, 4, 6, 8, 9 Quads immerhin. Fahrzeuge. Schön. Wir schauen. Natürlich wird ja auch hier die Pause genutzt, ne? Immer schön rauchen. Jawohl. So. Ja, ist doch schön. Wir haben gestern für 1,92 getankt. Ja, ich glaube 1,94 hatte ich gestern Abend, wo ich noch getankt hatte, ja. Also ich habe gestern Diesel getankt für 1,86. Alter Schwede. Das war, dachte ich. Jetzt mach mal voll, Leute. Ja, hör ich auch. Zeigen wir es halt mal. Alles unter 2 Euro ist Luxus zur Zeit. Alles unter 2 Euro ist Luxus, ja. Ja. So, das ist jetzt unser gutes Stück im neuen Gewand, sag ich mal. Na, Ride Fast Leaf Dirty. Ja, ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Mir gefällt's. Also, da sage ich auch nochmal vielen, vielen Dank an Schnecke und Kenter, ne, die das dann für uns mit ermöglicht haben, das Ganze natürlich geplottet haben und mit uns zusammen angebracht haben. In dem Fall gestern Abend noch. Wir waren bis nachts um 12 dabei. Das ist schon nicht ohne. Ich finde das geil. Hat was. Was meint ihr?
Muss ja sein, ne? So ein bisschen das Logo mit zu erkennen. Wir wollten es nicht ganz drauf bringen. Dachte uns, so reicht das. Sonst ist auf jeden Fall was anderes, ne? Ist kein Standard mehr. Wir arbeiten drin. Natürlich auch die kleine Fahne hinten dran. Soll ja auch alles zu erkennen sein. Und dann gucken wir. So, wir sehen uns später wieder, wenn es hier weitergeht. Leute, ich war nicht schnell genug mit der Kamera. Wir haben hier Rallye-Elli wieder am Start. Die prescht hier wieder um die Kurven. Das ist der helle Wahnsinn. Ich fahre nicht mal fünf. Als ob es keinen Morgen gibt. Du lügst. Alter Schwede, alle sind noch da, das ist schön. Ich habe keinen unterwegs verloren. Wir sind fast da, das sind die letzten Meter, sage ich mal, die wir jetzt noch vor uns haben. Wir fahren noch extra so ein bisschen hinten rum ran, dass wir einmal so ein bisschen sehen können, was da eventuell schon los ist, bevor wir rauffahren. Du wirst nur dann an Katja vorbeigucken. Nimm den Kopf runter. Kann ich. Ich muss fahren. Alter. Oi. Nein, alles gut. Meine Körperbeherrschung. Oh, sie hält sich doch noch zurück. Sie hält sich zurück. So, wir sind gespannt. Wir sind richtig gespannt. Funmakers. Das Saison-Opening im Eiderpark Rendsburg. Wir kommen! Jawoll! Oh. Das ist auch so richtig schön. Wir fahren erstmal auf so einem Nix rum, wo absolut tote Hose ist. Ne? Wir können nicht mal anfüttern, die Leute. Schön ist das. Von daher. Lübt. Ja, ich freue mich auf jeden Fall gewaltig. Das kann ich gar nicht oft genug sagen. So, hoffentlich ist der Parkplatz voll. Obwohl es früher immer so war, dass ja ab 10, 11 Uhr erst so richtig voll wurde. Aber ich hoffe, dass die Tuning-Szene so heiß ist, dass sie echt den, sag ich mal, Arsch schon hinbewegt haben alle, dass wir jetzt auch gleich ordentlich was zu sehen kriegen. Weil wir wollen ja Spaß haben. Ja, genau. Danke. Ist ja nicht so, dass ich an der Seite gedrückt werde. Super. Nein. So, Leute, gleich ist es soweit. Gleich können wir was sehen. Hoffentlich ist da auch nicht was los. Da hinten sehen wir schon die Krone vom Burger King. Der Tumormarkt, damit dann auch der Eiderpark, der angefangen ist. Oh, doch schon ein bisschen was. Es fängt schon langsam an. Ich weiß nicht, ihr seht das vielleicht noch nicht so. Ich versuche gerade den Kopf für das Schiff zu halten. Oh, hält sich noch. Aber wir leben dann halt, ne, der frühe Vogel fängt den Wurm und so. Ja, ich bin gespannt. Ein paar Fahrzeuge sind da. Ich hoffe, da kommt nachher noch ordentlich was dazu. Wir sind gespannt. Bisher ist noch wirklich früh am Tag. Auf jeden Fall funktioniert das schon wieder. Wir haben alle Blicke für uns. Wir fahren. Wo fangen wir an? Fangen wir da an. Genau. Wir fahren einmal lang. Wir wollen so ein bisschen gucken. Dann verteilen sich alle schön. Ah, Leute, guckt euch an. Alter Schwede, das ist doch mal schön hier. Wow. Ich freue mich. Wir fahren hinten rum. Wir fahren wild hin und her. So, noch haben wir die freie Qual der Wahl. Oh, Katja verquert ein. Querfällt. Nein. Ja, ziemlich. Da hinten eine kleine VW-Gruppe. Jawohl. Wir springen jetzt einfach die nächste Reihe und nehmen die übernächste.
Ja, auch mal winken. Ihr geht doch. Ist ja echt schlimm hier. Leute, bisschen happy sein. Ja, moin auch. Winken hier, hallo? Schlimm ist hallo. Das hier. Na? Moin auch. Ja, läuft und selbst? Moin. Sehr schön, sehr. Wissen wir noch nicht. Wir gucken haben, mal. Wir haben noch die freie Wahl, ne? Ja. Ja. Jo. Oben bedeckt. So. Nimm mal. So. Hey, da haben wir wieder unsere Ratte. Das ist doch mal wieder was. Richtig, richtig geil. Jawohl. Guckt euch das an. Ah, die geben sich schon wieder Mühe, die Leute, ne? Ach, hey je. Selbst Cars ist hier noch vertreten. Ich glaube, wir stellen uns auch gleich oben bei den Funmakers mit hin. Ne? Hier winken sie alle. Schön. Ich bin am überlegen, ob wir die Reihe hier nehmen. Ja, lass uns und dann oben. Ganz am Ende. Da auf den freien, hier die große Fläche. Genau, die nehmen wir auch. Ne? Soll ja was werden. Alter Verwalter. Schön ist das hier. So, das war erstmal so der Anfang, denke ich mal. Und dann, wenn wir jetzt mal aussteigen, keinen Cut machen und dann geht es nachher natürlich weiter. So. Oh, schon nicht schlecht. Die Ratte müssen wir euch nachher noch ordentlich zeigen, ne? Von unserem guten Freund hier. Wir können es kaum erwarten. Bis denn dann. So. Dann sagen wir erstmal hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Hoffi. Schön. Wundervoll, vielen Dank. Wir sehen noch. So, machen wir erstmal einen Ton aus. So, wir laufen hier so ein bisschen rum. Also, machen wir jetzt ordentlich. Ich bin's wieder, euer Hoshi. Unterwegs hier auf dem Saison-Opening in Rendsburg beim Eider Parkplatz. Ja, eigentlich ist hier. Oh. Kann er aber ändern. Eigentlich. So. Ja, da sind sie wieder. Da sind sie wieder. Unsere Scorpions. Hi auch, ne? So, wir sind natürlich immer unterwegs. Wir zeigen so ein bisschen nebenbei die Autos. Was wir hier so alles Schönes stehen haben. Ne? Ich werde sie nun nicht alle bei Namen nennen. Wir gehen ein bisschen quer durch die Reihen. Immer schön winken. Ihr seid gerade live bei Insta. Twitch, Entschuldigung. Twitch. Ja, muss ja auch mal. Jetzt gerade angefangen. Momentan sind 2, 3. Mal sehen, was nachher kommt. Ne? Oh, danke. So. Steht ihr da eigentlich mit auf? Natürlich haben wir auch ein paar betagte Autos. Alles mögliche hier vertreten. Ja, immer freundlich sein. Ihr seid live. Ja, wir sind immer freundlich. Ne? Hier, die Veranstalter, können wir noch mal schön Werbung machen. Ach so, ja. Genau. Ja, stillhalten, wenn er schon als Plakat rumläuft, ne? Dann richtig. Ach, hab ich auch einen, aber darunter, weil es aber in der Woche drehe ich mich sonst auch noch. Okay. Schick, schick. Ja, ja. Schon mal überlegt, als Model anzufangen? Hä? Als Model anzufangen? Nee, lass mal. Nicht? Wenn dann als. So hab ich auch noch keine angemacht. Gerade mal. Also wenn jemand schon stirbt vor Lachen, ja, dann wollen wir das auch sehen. Hallo! Ja, für OBs. Geht's dir gut? Die Polizei ist aufgestiegen. Jetzt. Komm, geh gleich. Komm. Du platzt gleich. Wir sind nicht so. In ein paar Tagen ohne Probleme auch bei YouTube zu sehen. Alles gut. Warum hat sie gerade in den Rücken? Weil sie Angst hat im Dunkeln.
So. Alles Mögliche hier vertreten. Alles Mögliche hier vertreten, sag ich. Vom Serienauto bis hin zu den Autos, wo man sagen würde, findet man eigentlich nicht mehr auf der Straße, aber immer noch verkehrssicher. Das zeigen wir gleich mal. Ach ja. Litfaßsäule ist das. Jawohl. Passt schon. Ne? Also das sind dann hier jetzt die Autos der Veranstalter. Die Polizei ist natürlich auch wieder da, mit als Freund und Helfer. Das ist das erste Polizeiauto, was hier rumfährt. Das ist der Wahnsinn. Ah. So, dann natürlich hier nochmal ein schöner alter Opel. Sieht aber noch richtig schick aus. Dann zeigen wir noch einmal ganz kurz. Wenn das hier schnell. Oberster Guru ist der heutigen Veranstaltung mit. Ne? Für alle Tuning-Begeisterten natürlich machen wir hier nochmal schön Werbung am 5.6. ab 14 Uhr Car Night auf dem Dom. Entschuldigung. Ne? Ist doch ein schickes Auto, muss man ja sagen. Ja. Jawohl. Moin. Ja, hier ist alles vertreten. Alles. Jetzt kommen wir noch einmal ganz kurz zur kranken Ratte hier. Das ist der blanke Wahnsinn. Das müsst ihr euch angucken. Immer freundlich winken. Moin. Moin. Gut. Wir halten mal rein und danach interviewen wir einfach gleich mal den guten Herrn. Ja, natürlich, wenn, dann bist du auch wenigstens dann auch live, ne? Ich habe jetzt so die Z-Deko mit. Und normalerweise habe ich das auch so. Guckt euch das an. Ist doch der blanke Wahnsinn. Das ist schon gefühlt ein Lebenswerk. Seit 9 Jahren fährt er das Auto. Richtig schön. Also ich baue auch zu Hause alles um. So. Das geht schon mal an. Und wenn ich zum Treffen fahre, ja. Die Haustiere sind natürlich auch immer vertreten. So wie sie das gehört. Guckt euch das an. Wirklich direkt gefühlt aus der Scheune geholt. Alles, was noch drin war, drin gelassen. Schön ist das. Ich finde das geil. Sehr geile Ratte, genau. Also geht kaum besser. Ne? Immer wieder ein Hingucker, immer wieder. Man weiß auch gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Na, einmal ist vergewissern. Motor noch drin? Ja, ist sogar noch da. Man darf auch nicht vergessen, das gute Stück hat echt noch TÜV. Alles ist tagtäglich unterwegs. Ja, das war ein anderes Alltagsauto, ne? Muss man ganz ehrlich sein. Guckt euch das an. Richtig, richtig schön. Wahnsinn. Schön. Ohne jetzt noch mal bewusst das Kennzeichen zu filmen. Oh, der hat bis 7.23 auf jeden Fall jetzt erstmal wieder TÜV. Ne? Also alles tutti. Schön. Das ist nochmal eine echt schöne Ratte. Und da haben wir natürlich auch den Besitzer. Diese Begeisterung. Wie geht's dir heute? Ja, muss ja, ne? Muss ja. Gut. Ja, das erste Mal nochmal wieder los. Ja. Und die Reaktion der Leute ist wieder schockierend, ne? Schockierend gut wahrscheinlich, das ist das. Ja, also das ist eben halt. Also viel, wo man immer wieder hört, von wegen richtig. Richtig mal was anderes wieder und ja. Richtig schön eigentlich. Also, ne? Also ich habe jetzt eigentlich in den 2 Jahren jetzt Corona eigentlich jetzt wirklich intensiv die Zeit verbracht und habe gedacht, ja komm, ich mach mal ein bisschen Herzblut wieder rein, hau mal wieder Schaff rein. Ja.
Und da habe ich immer gedacht, heute mal hierher. Natürlich. Saisonauftakt. Ja, genau. Eigentlich muss das ja auch sein, ne? Eigentlich mal wieder Flagge zeigen und sagen, hier, die Ratte lebt immer noch. Sehr gut. Ja. Ich habe ihm schon gesagt, wir haben ihn einige Male fahren sehen schon. Ja, das haben wir schon viele schon. Das ist ja auch so, das fällt ja einfach auf, ne? Ja, also viele sagen auch, das ist echt ein Hingucker. Und ist es auch, fällt auf ohne Ende. Und die Reaktion, die ist alleine schon, die wir auch schon. Die Leute gucken, die sind sprachlos. Ja. Ne? Und dann mal gucken, wie das dieses Jahr wird. Ne? Ja, sind wir auch besser, gespannt. Ne? Ja. Ne? Wir werden auch mit unserem Quatsch natürlich irgendwo noch mal hier und da mit auftauchen. Ja, genau. Ne? Wir sind auch begeistert von den Funmakers, die hier mit eingeladen wurden. Ja. Und uns ja wirklich direkt angeschrieben, hat der nicht Lust, mit den Dingern vorbeizukommen. Ja. Und von daher haben wir ein paar Dinger mitgeschleppt. Ja, also ich war auch sehr sprachlos gewesen, wo ich plötzlich dann das hier von Gordon hörte, dass sie hier Wort machen wollen. Ja. Dann habe ich gedacht, oh, weißt du was? Auto parken. Und hin, ne? Dezent Deko mitnehmen und dann aufmarschieren und mal gucken, ne? Natürlich, so wie es gehört. Ne? Nach 2 Jahren endlich wieder was. Ja, also deshalb sage ich ja selber, ich habe jetzt selber in den 2 Jahren gerade viel geändert. Viele kennen meine Radio eben halt dieses Dezente noch in den Raum. Ja. Sie ja ganz schlagartig jetzt geändert. Ein wenig. Also gefühlt gibt es da keine freie Fläche mehr. Doch, also die freie Fläche noch. Der TÜV sagt auch selber, 10% habe ich noch nicht erreicht hinten. Oh. Um auf einen Zweiersitzer zu kriegen. Hm. Und dann mal gucken jetzt in der nächsten Zeit. Ne? Ja. So. Das ist echt schön. Ne. Oh, schön ist das. Also mir gefällt das Auto immer wieder. Doch. Ne, weit ab vom Standard, sagt man mal. Ja, das ist. Anders kann man es nicht sagen. Das ist ja eben. Das ist so. Ne, das ist ja egal, wo du hinguckst. Ne? Ja. Ich meine, die Leute sind alle sprachlos, die mich jetzt hier sehen, sind mit dem Wagen wieder. Ja. Das muss man auch sagen, eben. Sehe ich auch so. Also, da macht es ja auch richtig Spaß, das ist das. Man weiß auch, wofür man es macht. Ja. Das, ne? Das ist natürlich geil. Ist so eine kleine Belohnung, also wenn die Leute sagen, geil. Ja. Vielleicht nicht meins, aber geil. Hat was, ist ein Augenfang und sonst irgendwas. Also von daher. Das ist natürlich geil. Also die Leute sind sprachlos. Mhm. Das zeigt mir jetzt so. Ich finde das euch gemacht immer wieder. Umso mehr du reinguckst, umso mehr Kleinigkeiten findest du immer wieder. Oh, jetzt muss ich auch noch. Krabbeln, zeigen wir mal, alter Schwede. Guckt euch das an. Oh, oh. Schön. Oh. Weißt du da? Ja. Ne? Vorsichtig, falsche Licht. Schön.
echt selten geworden. Ich denke, ich muss auch, 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 ich denke,